Ja, hallo zusammen, da bin ich mit einer weiteren Runde Grimdorn. Wir kommen aus der Bienenhöhle. Es ist dunkel geworden in der Zwischenzeit draußen. Manchmal geht das auch echt schnell. Gut, und wir sind weiter auf der Suche nach der Hauptquest. Und ich frage mich immer noch, wo ich Quaid finden soll. Aber gut, das finde ich mit Sicherheit noch raus. Macht euch mal locker. Die machen echt Aua, die Burschen. So, ja, es wird schwieriger. Definitiv. Oh, den wollen wir haben. In jedem Falle. Opfern wir. Fangen wir mit dem blauen Zeus an. Mächtiger Stachel, hast du nicht gesehen? Grün, grün, grün. Wir nehmen einfach alles mit. So wie wir halt sind. Vor allen Dingen nehmen wir auch den Devotionspunkt mit. Und ich war als letztes bei den Schildsachen dabei. Genau. Der ist aktiv. Was bringt uns der denn? Okay. Ja, Vergeltung ist ja grundsätzlich erstmal gut. Machen wir ja. Deshalb war das in Ordnung. Oder ist das in Ordnung, das zu skillen? Ja. Gut. Haben wir's. Schnauze. So, da hätten wir das. Da unten ist eine Quest. Wie komme ich da hin? Erstmal holen wir uns das Portal. Das ist gut. Portale sind, wie ihr wisst, wenn ihr schon länger schaut. Ja. Keep your weapons where I can see them. Ja, Morning schickt mich aber. Ah, also hat er es doch über den Fluss geschafft. Es war ein harter Kerl, hat immer noch eine Kugel in sich, um es zu beweisen. So. Wenn Morney dich geschickt hat, dann muss er denken, dass wir uns gegenseitig helfen können. Möchtest du von deinen Waffen Gebrauch machen? Was braucht ihr denn so? Cronys Gang ist gut bewaffnet und erfahren, wir nicht. Diesen Kampf werden wir nicht gewinnen, wenn wir dort direkt hineingehen. Wir müssen sie lähmen. Und hier kommst du ins Spiel. Die Gesetzlosen haben eine Reihe von Schmieden, die ähnlich wie diese hinter mir sind und in den Four Hills verstreut sind. Wenn du sie zerstörst, werden Darius Männer sich nicht bewaffnen können. Jo, alles klar, machen wir. Was hast du noch für eine? Es tut mir leid, was ist denn los? Oben im Norden, also, gibt es. Ja, ist okay. Okay. Was kann ich tun? Bla, ich werde Motorin Schrein wieder in Ordnung bringen. Halt, wir können jetzt mal mit ihm hier quatschen. Fremde, du siehst gut bewaffnet und fähig aus. Ich wurde von einem hinterhaltigen Troll verwundet, der in dieser Gegend wütet. Bitte finde die Bestie und töte sie. Sie ist eine Gefahr für unser Lager und alle Reisenden. Suche nach ihr oben an der Straße. Nur, ich werde die Bestie töten. Was hast du noch? Ihr habt eine Menge Verwundeter. Ja. Ja, ich habe ihn übrigens schon, wollte ich nochmal so gesagt haben. Ja, hier ist es. Danke. 14.000 EP nehmen wir gerne mit. So, bei ihm können wir mal eben Sachen loswerden. Geehrt. Das kostet 88.000. Egal. Haben wir gekauft. Das bringt uns Fraktionsruf und das ist gut. Was haben wir denn hier? Oh, 947 Rüstung plus 214. Ja, aber der Lebenskraftschaden. Nee. Ja, die können wir mal eben. Ach nein. Idiot. Moment. Ja, besser. 1025 Rüstung, Feuerschaden interessiert mich nicht wirklich. 911 Rüstung, oh Mann. So langsam hier kommen wir an so eine Ecke, wo ich sage, dass das, was wir finden, wirklich besser ist. Zwar, also zumindest von den Grundstats her. Ne? Das ist, das dann 2 Lebenskraftschaden. Und was kann der? Nee. Okay. Ja, da können wir so gar nichts mit anfangen. Das damit auch nicht. Ja, das ist ja mal ganz weit weg von Gut und Böse. Nein. Elementarschaden machen wir nicht.
Nochmal Elementarschaden. Können wir alles nichts mit anfangen? Nope. Ja, ich glaube, das Zeug, was wir bisher gefunden haben, können wir bis auf die blauen Sachen natürlich alles verticken. Sieht so aus, als wenn da nichts dabei wäre, was uns irgendwie weiterhilft. Alter, jetzt mittlerweile 30% 900 Schaden abzublocken. Na super, egal. Verticken wir. So. Schwubbidi, wubbidi, wupp, 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 wupp. Was ist das? Ein Ring. Plus 11% auf alle physische Schaden, Blitzschaden, bla. Das behalten wir. Haben wir noch jede Menge Platz. Das hatten wir alles durchgeschnitten. Nein! Nein, 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 nein. Freundchen, hier wieder zurück. Ja. So, das kann man auch verkaufen, weil schon gelernt. So, das war das. Das war das. So. Ja, dann können wir jetzt erstmal hier links hoch, finde ich. Einfach mal. Ist zwar, glaube ich, nicht der richtige Weg, aber ist ziemlich egal. Tag hier. Hallo. Ihr werdet eh jetzt gleich alle sterben. Sag ich doch. Was ist denn da oben los? Ach, da ist der Troll. Dann machen wir mal. Lass das. Lass es doch einfach. Da, geht doch. Ach, und jetzt wollt ihr zu mir, wo der Troll tot ist. Das ist ja toll. So. Der Troll ist mit dem Thema durch. So, dann das. Dann gehen wir mal oben rum. Eine unheilige Inschrift. Die kann man auch gut gebrauchen. So. Wie kommen wir denn da? Ne, da kommen wir so nicht rüber. Egal, gucken wir später. Ja, ja, ihr mich auch. Alle sterben. So kann es passieren. Dann gehen wir mal hier rum. Da ist eine Höhle. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. Wir gehen oben rum. Wird schon wieder stark finster hier. Wir haben mitten in der Nacht. Dann gehen wir mal ein wenig durch die Vorhills. So, Hallöchen. So. Klingenaxt der Bereitwilligkeit macht die Gegner wahrscheinlich bereitwillig zu sterben. Man weiß es nicht. Oh, hier ist nix. Außer vielleicht, wo ist sie denn? Ach, sie war ein tiefer. Die Mahlzeit. Da muss sie irgendwo sein. Ja, wollte ich doch sagen. Die wollte ich doch haben. Hallo? Schnauze. So. Ich hab doch gesagt, Klappe. Warum hört ihr nicht einfach? So. Da ist die erste. Der erste Ofen, Schmiedeofen, den wir dann auch vernichtet haben. So, dann gehen wir hier weiter. So. Ja, ja. Genau. Sag ich doch, einfach mal sterben. So, da kommen auch noch Jungs angerannt. So. Den Schrott können wir natürlich gebrauchen.
mal weiter. Oh, wir könnten auch in die Höhle gucken. Beim Gucken. Okay, wir gehen doch erstmal, glaube ich, oben rum. Ich weiß es gerade nicht. Was jetzt schlauer ist oder nicht, ist im Prinzip auch oben, zieht wahrscheinlich eh nur Kreise. Ah ne, wir können da oben durch. Alles klar. Hör auf. Ja, da war auch Ruhe. So, genau, dann können wir hier oben rum und da sind dann auch die weiteren Schmieden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das war so. Auch immer gut gebrauchen. Kann man nicht genug von haben. Wie ich gestern Abend im Stream erst festgestellt habe, da ist auch nochmal Dynamit. Kann man nie genug von haben. Sollte man alles mitnehmen. Okay. Warum ist da ein Stern? Ach, wegen dem Ofen hier. Dann haben wir 2 von 3. So. Schnauze. Na, wolltest du mich etwa mit Molotow bewerfen? Was macht man aber doch nicht, ne? Böser Junge, ganz böse. Sag ich doch. So, dann können wir auch wieder runter. Sagte, dann können wir wieder runter. So. Das war die Feste. Ah, hier, der Abfuhr, die Fackel oder wie immer der Vogel heißt. Na komm, stirb schon. So, Schulterschutz in Blau. Hallo? Warum bist du erst da drüben hingerannt? Weiß auch niemand so genau. So. Ein Kistchen. Oder eine Mahlzeit, eher gesagt. So, dann geht's hier unten weiter. So. Noch wer und der will auch sterben. So. So, was haben wir da noch? Nix. Dann geht's hier weiter. Dann sind wir nämlich auch auf der Insel, wo wir einen Kennedy finden. Slayer, der Brecher. So, so. So. Dynamit, Essensration. Hörst du mal auf da hinten? Ja, selbst schuld. Kann ich kein Mitleid haben. Absolut nicht. So, da ist noch so ein blöder Ofen, der uns zwar nichts mehr bringt, aber wir machen ihn jetzt trotzdem mal kaputt, wenn dann richtig. Halbe Sachen machen wir nicht. So, dann kann das gelbe Zeug hier dann auch nochmal einpacken. Na, wo willst du denn? Hä? Wo wolltest du hin? Sag mal. Verliert aber Schrott, das ist in Ordnung. So, und dann muss es gleich da reingehen, genau. Aber erstmal räumen wir hier auf.
So. Ich sage, dass wir aufräumen. So. Genau. Dann können wir nochmal da unten eben umgucken. Damit wir dann auch wirklich alles uns angeschaut haben. Ja, ja. Ihr habt gar nicht mitgekriegt, dass alle eure Kumpels gestorben sind, was? War euch wohl ziemlich egal, habt ihr gefeiert oder so. Man weiß es nicht. So. Haben wir hier noch ein kleines Stückchen unentdeckt, wo auch noch ein paar Kumpels rumstehen. Heiltrank kann man natürlich gebrauchen. Weil zwischendurch benötigen wir jetzt ja doch schon mal einen. Kommt ja schon mal vor. So, aber an dieser Stelle werde ich eine kleine Pause einlegen. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.